Na gut, dann werde ich mich noch vorher kundtun. Ne? Was ist das? Gorgonenschild auf Befehl, 22 Persen. Ja, gut, das ist in Stein verwandelte, klar, das Spiegelbild, so Hakte. Genau. Der Argos. Gut. Fischernetz. Ah, vom Fisch. Okay, ein Fischernetz ist dieser Hinweis, dass er. Gut. Was ist hier? Starter von Zeuer als König natürlich. Sperrte und Tochter im Raum aus Bronze, Zeusser. Ah! Gut. Das ist die Sichel. Und das ist der Diskus. Na gut. Dann wollen wir mal gucken, ob ich die Kinder, ob ich das alles richtig behalten habe. Hoffentlich. So, geht's. Komm ran Hallo, hier. ich. Die Adlerfrau. Wir haben von dir gehört. Wirst du uns eine Geschichte erzählen? Ja, klar. Müssen wir zuhören? Wir haben das doch schon so oft gehört. Ja, die bin ich. Und ja, ich erzähle euch eine Geschichte. Lasst uns mit der Stimme der Götter vom Mühsal des mutigen Perseus und des noblen Pegasos singen. Akrisios, der König von Argos, war kein gütiger Mann. Er hatte eine Tochter, Danae. Verbittert darüber, dass er keinen Sohn hatte, besuchte er das Orakel von Delphi und erhielt eine Prophezeiung, die ihn erschaudern ließ. Und was sagte sie? Das Orakel prophezeite Akrisios, dass sein Urenkel ihn töten würde. Danae war zu diesem Zeitpunkt unverheiratet und kinderlos. Um sich zu schützen, schloss er Danae in einem Bronzeraum ein, der nur nach oben hin offen war. Oh! Doch der mächtige Zeus sah das Mädchen und verliebte sich in sie. Er verwandelte sich in goldenen Regen und verführte sie. Und daraufhin gebar Danae Perseus. Ich wusste es! König Akrisios konnte den Jungen nicht töten, weil er Zeus Zorn fürchtete. So steckte er Tochter und Enkel in eine Holzkiste und warf sie in das tosende Meer, wo sie ertrinken sollten. Wie schlimm, armer Perseus! Perseus und seine Mutter Danae konnten auf der Insel Seriphos Rettung finden. Und so wuchs Perseus bei dem liebevollen Fischer Dictys auf. So ein Glück! Haben die Götter geholfen? Vielleicht. Perseus lernte zu schwimmen, zu reiten, zu kämpfen und gut und gerecht zu sein. Und das, obwohl sein Vater nur ein Fischer war. Das kann ich auch schon alles. Schön für dich. Außer schwimmen. Oder gerecht sein. Psst. Also, Dictys Bruder war der Herrscher der Insel. Aber er war kein guter Mann. Er ist doof. Der grausame König von Seriphos, Dictys Bruder Polydectes, beschloss Danae zu heiraten, denn sie war noch immer schön. Doch Perseus wusste, seine Mutter wollte das nicht. Dictys konnte seinen Bruder nicht aufhalten, also musste Perseus eingreifen und ihm auf die Nerven gehen. Christos, was machst du sonst? Ich würde den stinkigen König daran hindern, dich zu heiraten. Der grausame, der stinkige König wurde wütend. Er wollte Perseus loswerden und stellte ihn vor eine unmögliche Aufgabe. Beweise dich als Krieger und mache mir ein Hochzeitsgeschenk, sagte der König, indem du ein Monster tötest. Ich wusste es. Ich wusste es auch. Polydectes befahl Perseus, ihm den Kopf der Medusa zu bringen. Medusa war eine Gorgone, deren Blick jeden zu Stein erstarren lassen konnte. Ah. Polydectes wusste genau, dass Medusa Perseus tot sein würde. Dieser Stinker!
Der böse König wusste nicht, dass Perseus von den Göttern beschützt wurde. Hermes schenkte Perseus geflügelte Sandalen und eine silberne Sichel. Von Athena erhielt er einen Bronzeschild, der spiegelte. Perseus flog zur Medusa und näherte sich ihr mit dem spiegelnden Schild. Er schlug ihr den Kopf mit der Sichel des Hermes ab und als sie starb, entsprang ihrem Hals der geflügelte Pegasus. Ja! Als er zurückflog, fand er Andromeda gefesselt an eine äthiopische Klippe. Sie sollte dem Seeungeheuer Ketos geopfert werden. Perseus versteinerte Ketos mit dem Kopf der Medusa, rettete Andromeda und heiratete sie. Nimm das, Ketos! Als Perseus zurückkehrte, machte Polydektes Danae noch immer den Hof. Sie stritten und Perseus zeigte dem König sein Hochzeitsgeschenk. Als dieser den Kopf der Medusa erblickte, erstarrte er zu Stein. Ja! Perseus reiste mit seiner Familie nach Argos und trat später bei den großen Spielen an. Als er den Diskus warf, war sein Wurf so machtvoll, dass er die Tribüne traf. Und mit ihr Akrisios. Und so tötete Perseus seinen Großvater und erfüllte die Prophezeiung. Yippie! Dem Schicksal entkommt keiner. Am Ende ließen sich Perseus und Andromeda als König und Königin in Mykene nieder. Sie hatten 7 Söhne und 2 Töchter, die Persiden. Das war eine tolle Geschichte. Die werde ich nie vergessen. Bestimmt die beste. Die muss ich unbedingt meinen Freunden erzählen. Oh, vielen Dank. Ich kam nicht umhin, das Ende deiner Geschichte zu hören. Äußerst inspirierend, Adlerfrau. Hab Dank. Na, bitte, bitte. Boah, ich bin froh, dass ich dazu hingekriegt habe. Oh, war schon eine geile Geschichte, finde ich schon. Ja, doch, 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 doch. Ich weiß, im ersten Durchgang, da habe ich nur Scheiße erzählt. Ernsthaft. Da habe ich die Geschichte so erzählt, als wenn ich das... Und ich war nur am Stottern und ich habe voll ins Klo gegriffen. Absolut. Ja. Ja. Also 572 Meter. Ihr kennt die Sache schon. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie sagt. Ja, alle Aufgaben liefen ja gut, außer die eine da mit der Verseuchten. Danke, dass du uns allen in Pitana geholfen hast. Die Geschichten deiner Taten werden viele Jahre überdauern. Ich helfe, wo ich kann. Aber danke. Eine Belohnung für all deine Mühen. Ja, super. 2420 und Weidmannsklinge. Aha. Na, ist es nicht prickelt? Oh, hat sich doch belohnt. Naja. Aber die Geschichten dahinter, die waren echt geil. Ja. So, der Wölfe, ein Alpha-Tier, muss ich ausschalten. Gut, das geht auch wieder zügig. Das sage ich euch. Nein, halt so. Das geht ratzfatz, glaubt ihr mir. Einmal. Zweimal. Halt. Und letztens. Richtig. Nicht auf, kleines Hundilein. Wölfilein, nicht Hundilein. Ja, hier haben sie einiges schon angeknabbert. So, was ist hier drin? Was Geiles? Schwerer Bogen. Naja. Kann man ja so dann hingestellt lassen. Gut, dann zum nächsten Fragezeichen. So, das Heiligtum des Achilleus ist hier. Ja. Und ja, da ist eine Kiste drin. Eine Schatztruhe. Wenn man es genau nimmt, eine Schatztruhe. Ja. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ja, garantiert. Aber schlecht bewacht. Ganz schlecht. Jetzt holen wir uns hier die Truhe. Die Schatzkiste. Eine. So. Ah.
weiter. Jawohl. Haben wir den auch weggeschnalzt. Und den Spritzer hole ich mir jetzt noch zum Auffüllen. So. Machen wir mal den hier. Zack, Hauptsache dahinter kommen. Auf Wiedersehen, Kumpel. Ja, ja, ist ja gut. Bei Zeus. Und dann kommt nichts. Da, siehste, jetzt liegst du in der Soße, in deiner eigenen, und ich gehe zum nächsten Auftrag. Oder Fragezeichen. Also, bis später. So, wir sind hier am Poseidonsee. Entschuldigung, hab mal eben gegähnt auf nett. So. Halt. Oh. Das ist ja gar nicht mal so klein hier. Der ist da drin. Ja, und das sind Jägerinnen, wie man da sieht. Und deswegen habe ich die andere Ausrüstung da angezogen. Auf jeden Fall. Und, oh ja. Nehme ich doch gerne mit. Auf jeden Fall. Nö, das tun wir später. Ach, das sind Tiere da unten. Komm, komm. Wollen wir mal da rein. Zack. Oh, eine nette. Was ist das? Streitkolben. Eine schwere Waffe kann ich nicht gebrauchen. Hallo? Ah, die kloppen sich mit dem Bären. Das gucke ich mir doch mal von hier aus an. Oh, nö. Nee, da nicht, muss mitten rein. Das! Und du? Für die Götter! Ja, für die Götter. Nee, ist klar, ich verstehe dich ja. So. Oh, sorry, Leute. Aber ich muss jetzt gleich mal kurz eine Pause einrichten. Und ich muss meine Medikamente nehmen. Sorry. Also, bis gleich. Paidiskoi-Lager, so habe ich das gelesen. Was das jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Werden wir jetzt gleich sehen. Ein Runddorf auf jeden Fall. Ja. Na gut. Dann werden wir doch mal... Weißt du was? Das müsste eigentlich gehen. Für Zeus. Ja, sicher. Lecker. So würde ich sagen, kriegen wir doch nur schnell und zügig hin. Ja, Attentäter ist nun mal Attentäter. So läuft das nämlich. Ja, deswegen bin ich da so heiß drauf, Attentäterfähigkeit und Attentäter zu machen. Ja, manche mögen vielleicht die Prügelei. Oh, oh. Wo kommt er? Da. Ja, Junge, bis du reagierst, ist mein... Oh. Ich muss erst ihn. Ja, ja, wandelndes Geld, wolltest du sagen, ne? Jetzt zeige ich dir, wie du wandelst, du halber Hahn. So, dann wandel mal. Auf anderen Wegen, du Trottel, ey. Mann. Ja, das wäre schwieriger geworden, wenn man... diese Fähigkeiten nicht hätte, die göttlichen. Logisch ist das schwieriger. Aber
nicht absehen. Deswegen ist das ja ein NG Plus und nicht irgendein Anfang. So. Ist so ein kleines Lager nebenbei. Können wir noch mitnehmen. Hä? Dazu. So, mein Freund. Dann gibt's jetzt mal ein Stück. Ja. Und ich würde sagen, halt. Nee, machen wir auch anders. Hilfe! Ich hab nichts getan! Stich für Stich ins Eheglück. Nein, und bloß nicht. Schwupp, schwupp. Ja. Aber erst loot ich hier und dann rette ich dich. Weil du bist nicht in unmittelbare Gefahr da. So, tschüss. Ey. Ja gut, ich danke dir. Ich weiß, was er gesagt hat. Er bedankt sich, dass ich ihn befreit habe und er steht in meiner Schuld und. Ja, und dann würde ich sagen, da steht es 1544 Meter. Jo.